Ich grüße Sie auf das Herzlichste und wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Neben mir die Künstlerin Karin Kneffel, um die es heute geht, und um ihre Werke. Herzlich willkommen, liebe Karin, und der Kurator der Ausstellung, Kai Heimer. Auch hier, lieber Kai, einen schönen guten Morgen. Komm her, bitte nehmen Sie doch Platz, nehmen doch Platz. Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen feierten wir unseren 25. Geburtstag, denn vor 25 Jahren, im April, haben wir dieses Museum mit der Ausstellung Malerwald von Jörg Immendorf eröffnet. Und ich finde es so wunderbar, dass wir jetzt und heute eine Künstlerin präsentieren, die so fantastisch, so spannend, so teilweise mysteriös ist, jedenfalls zu den profiliertesten und namhaftesten Malerinnen gehört in Deutschland, in Europa, in der Welt, die ich kenne. Liebe Karin, auch das Herzlichste willkommen und danke dir für diese wunderbare Arbeit in den letzten Tagen zusammen mit Kai Heimer, dem Kurator. Die beiden haben die Ausstellung hier entwickelt, konzipiert, alles angefangen hat in dem Atelier bei Karin Kneffel vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, fast einem Jahr. Das Besondere ist, dass diese Ausstellung voll von Überraschungen und Geheimnissen ist. Man schaut auf ein Bild und wird aufgefordert, nachzudenken über das, was man sieht. Sind es Wassertropfen oder sind es Scheiben, durch die wir schauen? Ist es unsere eigene Brille? Schauen wir in ein fremdes Haus hinein? Welche Kunstwerke sehen wir? Sind es die von Karin Kneffel oder von anderen Künstlern dabei? Sind es natürlich alles Werke von Karin Kneffel? Aber bevor ich jetzt auf die Inhalte gehe, leite ich lieber zum Kurator. Aber lassen Sie mich auch noch sagen, ein herzliches Willkommen an Herrn Schirmer. Herr Schirmer, Sie haben den Katalog produziert und er ist ganz wundervoll geworden. Auch Ihnen Dankeschön dafür, dass er pünktlich zur Ausstellungseröffnung erscheint. Lieber Kai, du hast dir, als ich mit dir, du warst kurz, du bist jetzt seit anderthalb Jahren bei uns. Ja, ein Jahr, zwei Monate. Seit einem Jahr und zwei Monaten, der weiß immer alles besser. Also seit einem Jahr und zwei Monaten bei uns. Und als ich ihm sagte, ich würde gerne eine Karin Kneffel-Ausstellung machen, da war er natürlich sofort dabei und sagte, ja, das weiß ich,